Hallo und willkommen zurück bei mir, dem Blue IP, und zu einer neuen Runde Let's Play Train Fever. Letzte Folge haben wir den Güterverkehr von hier nach hier gelegt. Da aber von dem Sägewerk hier oben auch Waren transportiert werden nach Lauter, wollte ich jetzt hier noch eine Strecke bauen. So, und jetzt muss ich erstmal gucken, ob das auch funktioniert. Ach, fuck. Falsch gebaut. Warum ist das jetzt so laut? Na, korrigieren wir später. Ich will... Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte das so machen. So. Mit der Hoffnung, dass jetzt das Gleis gleich hoch, dass ich das hoch verlegen kann. Dass ich da drüber komme. Ich komme immer noch nicht drüber. Was ist das denn für ein Scheiß. Oh je. Das wird jetzt eine Friemelarbeit. Aber wir haben ja Zeit. Weil ich hab's nicht eilig. So. Oh, hoffentlich reicht das jetzt mal. Das geht nicht hoch. Warum nicht? So. Hoch. Hoch. Auch schon. Geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Geht's wenigstens. Überall habe ich eine Kollision. Das gibt's doch gar nicht. Wie macht man das denn am besten? Alles wieder abreißen.
Ja, momentan ist gerade alles im Pausenmodus, aber muss ja nicht immer nur laufen, 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 laufen. Ich will hier und dann will ich hier so rüber. Das ist aber Güterverkehr, da eignet sich. Das doch schon mehr. Jetzt müssen wir von hier wieder so langsam runter. Obwohl. Da habe ich Zeit. Bis hier. So, und jetzt muss ich aber wieder hier rüber. Nee. Zuerst muss ich mal ja den Bahnhof bauen. So. Da ich von hier nicht rüberkomme wahrscheinlich. Nö. Mache ich das anders? Eine Kurve so. Und so. Hier geht es dann auch natürlich noch hier raus. Güter natürlich. Hä? Was hat er jetzt gemacht? Ich will hier oben ran. So. Nicht schön, aber selten. So. Mit dem zweiten gehe ich auch genauso gleich weit. Jetzt habe ich erstmal kein... Ja, jetzt habe ich erstmal kein Geld. Jetzt müssen wir es halt wieder laufen lassen. Weil das hat mich gerade eine Menge gekostet. Aber ist ja eigentlich auch egal, weil... Ja. Gucken wir jetzt einfach mal Linienbenutzung. Da ist klar, dass die noch keinen großen Gewinn machen. Jetzt gucken wir aber erstmal 43 Produktion, Obergrenze 50. Passt doch schon mal. Das sieht aber auch schon mal richtig geil aus hier so. Ja, finde ich schon mal, sieht schon mal sehr nice aus. Ja, hier auch. Ach, warum macht der ÖPNV in Lautern noch keine so großen Gewinne? Obwohl es eigentlich genau gleich viel sind wie in Heilsbronn.
Aber hier kamen schon die ersten Waren an. Ja. Aber hier können sie nicht mehr erweitern. Und ich habe gesagt, ich will der Stadt ein bisschen helfen. So funktioniert das. Aber das sieht gerade nicht schön aus. Die ist auch ziemlich weit auseinander. Wie ich finde. Oh ja. Entschuldigung. Ah. Hab ja gesagt, ich bin ein bisschen erkältet. Wo gehen die Güter hin? Gehen die nach Heilsbronn? Sieht so aus. Die gehen alle nach Heilsbronn. Ja, warum das denn? Ich habe keine Ahnung, warum die da hingehen, aber es sollte eigentlich auch Rilles sein, denn so, Autosave und neue Dampflok ist verfügbar. Super, endlich mal. Und von da gehen's. Oh, lol. Nach Villingen. So, jetzt. Die Brücke gefällt mir richtig geil. Ja, ich muss hier so schnell wie möglich. It's tricky, ja. Ja. Da muss ich mit dem Bogen raus. Sitzen? Nein, krieg ich immer noch nicht. Aber jetzt dürfte es hinkriegen. Ja, so. Aber das muss ich noch so machen. Krümmung zu groß, ja, nee, ist klar. Ernsthaft? Dass ich jetzt das nicht hinkriege.
Na, da ist der Krümmer zu groß, lol. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das so. Ob das jetzt nämlich direkt dran ist, das Depot, oder nicht, spielt ja eigentlich keine große Rolle. Achso, haben wir es doch hingekriegt. Ah, kennt das. So. Das weiß ich aber nicht. Doch. Und erst von hier muss ich dann so eine Kurve machen. Da reicht eine. Da reicht eine. Machen wir das mal so. Und so. Das ist aber richtig teuer momentan noch. Aber spielt ja keine Rolle. Da hat es richtig gleich zwei Tunnel gemacht. Finde ich nicht super. So, neue Linie. Von da nachher. Da ist Holzheilbronn. Heilsbronn. Ja, jetzt macht das Öl auch und Güter so langsam auch schon gewinnen. So. Aber so dass die Strecke angenommen wird, sollte ich dran denken, später zweigleisig zu machen. Richtig. Oder ich mache das jetzt schon mal bis ungefähr hier. Mal komplett zweigleisig brauche ich hier nicht unbedingt. Die Strecke ist so riesengroß. Bis hier. Machen wir hier ein Signal. Das hat, sieht aus wie Standard Deutsche Bahn-Signale. Der bleibt dann halt mal im Tunnel ausnahmsweise mal stehen. So. Jetzt haben wir auch schon die Signale gesetzt. Jetzt geht's dran, Zug zu kaufen. Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht. Oder ich warte noch. Ist auch ein gemeiner und hässlicher Ort. Es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben.
Landnutzung. Wo machen wir die hin? Obwohl, den könnte man eigentlich auch dahin machen. Ja. Nein, Güterbahnhof eingleisig. Warum ist der jetzt so niedrig, so hoch? Egal. Was machen wir denn so? Ja, machen wir denn so? Straße, so. Haben wir das nämlich auch schon? Und jetzt verbinden wir noch die Strecke, Kollision, naja. Muss es anders machen. So. So gibt's keine Kollision. Super. So. Machen wir noch kurz die Linie einzeichnen. Benennen die in Güterheilsbronn. Theoretisch könnte man auch schon die andere Güterlinie einzeichnen. Ja, machen wir das auch noch in der nächsten Folge. Machen wir die zwar auch, machen wir die zweigleisig von hier nach da. Ach ja, die ist ja noch nicht komplett verbunden. So, jetzt ist sie auch eingezeichnet. Ja, passt. Nennen wir die Güter Lauter 2. Die andere haben wir ja Lauter 1 genannt. So, dann haben wir für den nächsten Part, wenn wir genug Kohle haben, drei Linien, wo wir Fahrzeuge draufsetzen sollten. Ja, wo wir Fahrzeuge draufsetzen sollten, so dass dann die Städte auch ein bisschen vergrößert werden. Ob ich jetzt hier, wo ist dann die nächste Stadt? Ah. Pilziburg, könnte man mal probieren. Ob man hier rauskommt. Ohne so einen Schlenker zu haben. Mando. So wird das funktionieren. Funktioniert das aber nicht mehr. Das ist doch immer so ein Käse. Und wenn ich das kürzer mache, heißt es Krümmung zu groß. Und da ist bestimmt auch, die Krümmung ist doch nicht so groß. Das ist die Steigung zu groß, lol. Käse. Ja, ich mache halt jetzt ein bisschen die Folge ein bisschen länger, aber spielt ja keine Rolle. Wo ist hier bitte die Krümmung und die Steigung zu groß?
machen wir es halt so und nochmal so. Willst du mich jetzt verarschen? Wie macht man seine Strecke kaputt? Das kriege ich nämlich nicht mehr hin. Was ist das doch ein Käse? So kriege ich es aber auch nicht hin. Die Krümmung ist doch nicht zu groß. Hallo? Das will mich gerade ärgern ein bisschen hier. Mach mal alles mal weg. So, hier ist nur nämlich das eine Gleis belegt. Und ich will unbedingt so geht's auch. Müsste man halt die hier rüber ja. Jetzt machen wir das einfach mal erstmal so. Du doof. Ah, der ist doof. Reiß mal das Stück nochmal ab. Passt doch. So. Ich schwör dir, wenn ich den jetzt nicht wieder rüberkrieg. Doch, geht doch. So, dann können wir nämlich hier nach Philipsburg. Ja, das ist zwar gerade nicht das, was ich machen wollte. Man sagt doch, man kriegt keine Straßen mehr jetzt rüber. Bitte Gleis über Straße bauen, ja, super. Dann bauen wir doch erstmal die Straße ein bisschen weiter. Machen wir so. Aber kann man noch nicht. Ja, dann würde ich sagen, man sieht sich im nächsten Part, wenn ich endlich mal die drei Linien mit Güterzügen versehe. Und bis zum nächsten Part. Jetzt warten wir erstmal, bis es fertig gespeichert hat. Personenwagen bayerisch, super. So, und sage Tschüssikowski und bye bye. Ciao.